Hallo, heute wird ja 30 Jahre Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen gefeiert. Meine 11-jährige Tochter und ich, wir haben da unsere ganz eigenen Erfahrungen gemacht mit dem Verfassungsgerichtshof in Baden-Württemberg, der offenbar die Kinderrechte in Baden-Württemberg sogar verhindern will und vereitelt, obwohl sie nach meiner Auffassung in der Landesverfassung des Landes Baden-Württemberg enthalten sind, und zwar im Artikel 2a. Der wurde, ich glaube, 2013 war es, von der Landesregierung eingeführt, und der Gesetzgeber hat in einer Drucksache zum Artikel 2a geschrieben, warum er denn diesen Artikel einführt in die Landesverfassung, und zwar soll demgemäß jedes Kind das Recht haben, in Sachen vor dem Gericht angehört zu werden. Und die Drucksache bezieht sich explizit auf den Artikel 12 in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Es war so, dass meine 11-jährige Tochter, die war vorm Amtsgericht Ulm. Und das Amtsgericht Ulm hat dann danach entschieden, dass die 11-jährige Tochter 3 Stunden jeden Freitag mit ihren anderen Geschwistern verbringen darf bzw. soll. Und die Geschichte ist die, dass die älteste Tochter, die floh im Mai 2019 diesen Jahres zu mir von der Mutter, weil sie es dort nicht mehr ausgehalten hat, und lebte fortan bei mir. Und dann ging es darum, wie oft sie eben zur Mutter darf, um ihre 3 Geschwister zu sehen. Und da kam dieser Beschluss vom Amtsgericht Ulm. Dann haben meine 11-jährige Tochter und ich uns beim Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg beschwert und haben gesagt, dass ja der Richter das Kind gar nicht angehört hat. Und trotzdem hat er entschieden in seinem Beschluss, dass es dem Kindeswohl entspräche, wenn sie nur 3 Stunden jeden Freitag mit ihren Geschwistern verbringt. Und das ist ja gegen den Artikel 2a, haben wir angeführt vor dem Verfassungsgerichtshof. Denn dieser Artikel 2a wird ja im Hinblick auf den Artikel 12 der Kinderrechtskonvention verstanden. Und es gibt von den Vereinten Nationen nämlich einen Kommentar, das heißt eine Auslegung zum Artikel 12 und auch zum Kindeswohl. Und da heißt es in diesem Kommentar 14 des Ausschusses der Rechte des Kindes, dass das Kindeswohl nur dann sachgerecht ermittelt wurde, wenn das Kind auch zu der Sache befragt wurde. Und das war in unserem Fall ganz klar nicht so. Der Richter am Familiengericht Ulm hat einfach beschlossen, dass 3 Stunden jeden Freitag ausreichend seien im Sinne des Kindeswohls. Also haben wir vom Verfassungsgerichtshof angebracht, dass die Tochter, die Ältere, gar nicht dazu gefragt wurde, also der Richter auch nicht sagen kann, dass es dem Kindeswohl entspricht. Diese Verfassungsbeschwerde von meiner elfjährigen Tochter und mir könnt ihr im Internet herunterladen, und zwar auf freifam.de. Wenn ihr auf Downloads geht, dann gibt es da einen Bereich, Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg. Da klickt ihr drauf und könnt hier links unsere Beschwerde herunterladen. Gut, die Frage ist, was hat jetzt der Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg entschieden? Na, die 3 Richter, die da zuständig waren, die haben gesagt, unsere Verfassungsbeschwerde sei nicht ausreichend begründet gewesen. Insbesondere würde es nicht reichen, einfach nur zu schreiben, dass das Kind nicht angehört wurde. Genauso verhindert man und vereitelt man Kinderrechte zum Schaden eines Kindes. Denn wenn doch die Vereinten Nationen sagen, das Kindeswohl ist nur dann sachgerecht ermittelt, wenn das Kind zur Sache angehört wurde, und der Richter am Amtsgericht aber einfach entscheidet, 3 Stunden jeden Freitag würden ausreichen im Sinne des Kindeswohls, ohne das Kind dazu zu befragen. Und ich schreibe dann an den Verfassungsgerichtshof zusammen mit meiner elfjährigen Tochter, dass sie eben nicht gefragt wurde, gemäß
des Kommentars der Vereinten Nationen. Und auch gemäß des Artikel 2a und gemäß der Drucksache zur Einführung des Artikel 2a, die sich auf den Artikel 12 der Kinderrechtskonvention bezieht, dann ist ja ein ganz klarer Fall in meinen Augen von Vereitelung, Verhinderung, Missachtung, Ignorieren der Kinderrechte in Baden-Württemberg der Fall. Das sagen die drei ehrenwerten Richter vom Verfassungsgerichtshof in Stuttgart einfach, ist nicht ausreichend begründet, es reicht nicht zu schreiben, dass das Kind nicht gefragt wurde. Was denn sonst, wenn es doch darauf ankommt, dass das Kind gefragt wird? Ah ja, die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs könnt ihr auch im Internet anschauen und herunterladen. Ich zeige es euch mal, wo ihr die findet. Und zwar geht ihr auf die Website des Verfassungsgerichtshofs Baden-Württemberg unter Entscheidungen. Und dort ist es zurzeit die oberste vom 23.09. in der Sache 1 VB 6019. Hier draufklicken, dann könnt ihr es euch anschauen. Gut, ich hoffe für alle Kinder in Baden-Württemberg, dass der Verfassungsgerichtshof in Stuttgart umdenkt und besonders zum Jubiläum, zum 30-jährigen der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen und in Zukunft Kinder gemäß der Landesverfassung Baden-Württemberg, insbesondere gemäß Artikel 2a, auch schützt.